Kreuzchen zum Nomen Jesus Christus und ich wünsche jedem Gottes Segen. Ich will die Verse lesen mit Römer Kapitel 8, 5 durch 10, wo das so sein wird. Denn die da fleischlich sind, sinnen auf das, was das Fleisches ist. Die aber geistlich sind, sinnen auf das, was das Geistes ist. Aber fleischlich gesinnt sein ist der Tod und geistlich gesinnt sein ist Leben und Friede. Denn die Gesinnung des Fleisches ist Feindschaft gegen Gott, weil sie dem Gesetz Gottes nicht untertan ist, denn sie vermag es auch nicht. Die aber im Fleisch sind, können Gott nicht gefallen. Ihr aber seid nicht im Fleisch, sondern im Geist, wenn anders Gottes Geist in euch wohnt. Wer aber Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Wenn aber Christus in euch ist, so ist der Leib zwar tot um der Sünde willen, der Geist aber ist Leben um der Gerechtigkeit willen. Wenn ihr nun Fleisch sind, sagt Paulus, dass heute diejenigen, die nicht bekehrt sind, beschäftigen sich mit dem, was das Fleisch ist. Sie horchen ihren Impulsen von dem Fleisch. Sie leben an der Begierde, der verdorbene Öle Mensch hätte gefallen. Sie verwarnen ihren Leib, der doch in wenigen Jahren alter Stoff waren wird. Die nur dem Jäger sind, das sind die wahren Gläubigen. Die heben über diesem Fleisch Rüt und Blut, Eva Fleisch und Blut um für die ewige Dinge zu leben. Sie beschäftigen sich mit dem Wort Gottes, mit Gebet, mit Anbetung und Dienst um ihre Nächsten. Dort denken vom Fleisch, dass heute die Jesus-Haltung, die gefallene Natur ist tot, und sie ist tot, als es nur in der Gegenwart ist, oder noch in der Zukunft, dort ist tot. Dort ist es ein Gift in uns. Doch das Denken vom Jesus, die Gesinnung vom Geist, ist Leben und Frieden. Die Jesus Gottes ist die Garantie von das weltliche Leben. Den Frieden mit Gott in ein Leben, der uns auch Frieden bringen wird. Die Gesinnung vom Fleisch ist tot, weil sie Feindschaft gegen Gott ist. Die Sünder lehnt sich gegen Gott auf und ist sein ständiger Feind. Wenn man noch ein Beweis brücken wird, dann muss man sich die Kreuzigung von unserem Herrn Jesus Christus anschicken. Die Gesinnung vom Fleisch ist dem Gesetz Gottes nicht ungetan. Sie will ihren einen Willen erfüllt sein, um sich Gottes Herrschaft nicht zu behen. Das Wesen von dem Fleisch ist so gestalt, dass es sich dem Gesetz Gottes gar nicht unterstellen kann. Das geht nicht nur an, dass das Bestreben zum Gehorsam zu fehlen wird. Das fehlt auch der Kraft zum Gehorsam. Das Fleisch ist Gott gegenüber tot. Und du wärst es doch nicht erstaunlich, dass diejenigen, die im Fleisch sind, Gott nicht gefallen können. Man stellt sich dort einmal vor. Nicht über gar nicht an einem nicht erlösten Mensch kann Gott gefallen. Keine gute Worte, kein Anhüllen von frommen Sachen, keine Opfer Gottesdiensten, absolut nicht. Die Erschmacht hat den Platz von den Schulden Sünder annehmen und Christus an einen überträglichen Glaubensakt in sein Leben abnehmen. Bloß dann kann der Mensch Gottes Anerkennung dadurch ernten, dass Gott sein Angesicht freundlich über am Strohlen wird. Wenn jemand von nie geboren wird, dann ist er nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Er lebt in einer ganz anderen Welt. So ist der Fisch im Wasser lebt, in der frische Luft von dem Lebenselement von dem Mensch ist, so lebt der Gläubige nur im Geist. Und er lebt nicht bloß im Geist, sondern der Geist lebt auch in Arm. Wenn nämlich der Jesus Christi nicht in Arm wohnt, dann gehört er auch nicht der Christus. Obwohl das hier nicht ganz geklärt ist, ob der Jesus Christi hier derselbe ist als der heilige Jesus, aber der Gedanke ist, ihr kriegt dasselbe zu verstehen, dass hier der heilige Jesus gemeint ist. Und durch den Dienst von dem Jesus ist Christus wirklich in dem Gläubigen. Das ist zum Staunen, dort immer sich fertigstellen, dort das Leben in der Herrlichkeit von unserem Herrn, in unserem Leib wohnen wird. Wenn wir im Besonderen denken, dass diese Leiber, ja diese Sünde, Leiber, die wir haben, wie in dem Tod und ja stolz sind. Man muss vielleicht hier ja am besten diskutieren, dass sie noch nicht wirklich tot sind, weil das falsch hier so üt sein wird. Doch über die Macht von dem Tod arbeitet über alle an uns. Und wir waren alle gestorben, bitte holt der Herr, kommt euer Tree. Im Gegenteil, zum Leib ist der Jesus, um Leben von der Gerechtigkeit zu haben. Obwohl einmal tot gehen über Gott, ist er durch das gerechte Wort von dem Herrn Jesus Christus in seinem Tod und der Auferstehung lebendig gemerkt worden. Und zwar
weil ihm die Gerechtigkeit Gottes angerechnet worden ist. Und du wirst, ja, wie auch leben, weil Jesus leben wird. In ihm, wenn der Jesus Gottes uns regiert, sind wir Kinder Gottes und Urven Gottes. Und die Frage stellt sich nun, wer wird dein Leben bestimmen? Oder wird der dein Leben bestimmen? Wirst du geleitet und echt denkst dem Heiligen Jesus? Oder wer wird uns Leben leiden? Wenn wir Jesus angehören, dann sagt er hier, dann wird uns der Jesus anleiden und dann sind wir Kinder Gottes. Und du wünsche uns Gottes Segen an. Weil wir noch da beten. Danke, Herr Jesus, dass all die, wenn wir vom Nieren geboren sind, wenn wir sich bekehrt haben, dass du durch dem Jesus an uns wohnen lässt. Und dass du uns auch Anweisungen lässt und dass du uns leiden lässt. Herr Jesus, schenkt, dass wir ein gehorsames Wort haben, damit du uns auch leiden kannst. Und ich danke dir dafür. Amen. Gottes Segen für diesen Tag.